Hey und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Kami Teach You. Heute geht es um das, wie nehme ich ein Gameplay auf und dazu ein Live-Commentary. Sprich, wie nehme ich ein Live-Commentary auf? Ja, das erkläre ich heute euch heute kurz. Ja, so ist richtig. Und zwar braucht ihr dafür erstmal eine HDPVR. Oder beziehungsweise, was gibt's noch für Capture Cards? Ava Media, Dark Crystal. Gibt's alles und irgendwas braucht ihr dafür. Und dann die mitgelieferte. Ich zeige euch jetzt mit der HDPVR. Auf der Xbox 360. Mitgelieferte Programm öffnen, beziehungsweise erstmal installieren, dann auf Aufnehmen. So, dann ich mach mal die Xbox-Helle. So, dann müsst ihr hier Hauge HDPVR Capture Card auswählen, wenn es dann hier erscheint ist, aktualisieren. Videoeingang, ja, alles hier so halt wie ihr es braucht, einstellen. Ja, auf jeden Fall. Und dann noch mal was am Rande. Xbox 360 nicht. Selbst wenn ihr Xbox 360 habt, nicht mit Xbox 360 aufnehmen, weil dann nimmt es MP4 auf. Auf jeden Fall, meines Erachtens nach wird es da immer asynchron. Also habe ich auch PS3. M2TS. Anderes Format. Und dann wird es synchron. Der Nachteil dabei ist, es nimmt in AVCHD auf und das ist dann, da müsst ihr das konvertieren, zumindest ich immer, weil ich kann diese Dateityp, dieses Format kann ich nicht in Camtasia zum Rendern und zum Schneiden reinhauen. Beziehungsweise man kann es doch, glaube ich, nicht in dem Format bei YouTube hochladen. Ja, so viel dazu. So, dann seht ihr hier, wenn ich jetzt hier auf Aufnehmen drücke, dauert das erstmal geschätzte 4 bis 5 Sekunden, bis es dann auch aufnimmt. So. Das ist halt eben der Nachteil. Wenn ihr, hier habe ich vorhin schon was probiert, das war mein Testaufnahme. Auf jeden Fall, mein Trick ist das so, für ein Live-Commentary. Audacity, das Programm kann sich jeder downloaden, wie er will. Ist kostenlos, kennt aber glaube ich auch schon jeder, brauche ich nicht viel dazu erzählen. Auf jeden Fall, ihr macht euch erstmal das Fenster klein und aufnehmen. Und dann, ja, halt eben wie gerade eben schon gezeigt, ihr müsst hier, also ihr nehmt immer mit Audacity auf, wirklich nur mit Audacity. Ich habe schon mal mit Camtasia gemacht und das wurde nichts, das erkläre ich euch in einem anderen Video. Auf jeden Fall. Ihr drückt auf Aufnahme, dann drückt ihr, dann geht ihr hier. Und dann, wenn ungefähr eine halbe Sekunde bis eine... Was ist denn jetzt los? Sound-Editor funktioniert nicht mehr. Na, zeige ich euch nochmal, aber ich glaube, das Prinzip habt ihr schon verstanden. Jetzt ist gerade irgendwas passiert, wovon ich keine Ahnung habe. Ja, auf jeden Fall wiederherstellen. Nein. Ey. Digga, Alter. Jetzt geht's los, aber... nicht wiederherstellen. Ja, so, auf jeden Fall klein machen, aufnehmen. So, drückt ihr auf aufnehmen und dann, wenn Stopp ungefähr eine halbe Sekunde da steht, drückt ihr hier drauf, weil dann erscheint das Bild und genau zu der Zeitpunkt nehmt ihr auf. Das ist eine leichtere Version, wo ihr dann nicht erst das synchronisieren müsst. Also es geht schneller und macht nicht mehr Arbeit. Also einfach bloß, man muss 5 Sekunden länger auf den Computer gucken, bevor man aufnehmen. So viel eigentlich dazu. Dann auf Stopp. Ist egal zu welcher Zeit, nach hinten kann man immer wegschneiden. Und dann habt ihr eigentlich die beiden Spuren synchron. Ja, so viel
das war eigentlich so viel dazu. Ein kleines Video, wie gesagt, ein simples Video, aber es gibt viele, wie zum Beispiel mich, ich hatte es auch nicht verstanden. Beziehungsweise ich musste auch lange suchen, bis ich mal ein Video gefunden habe. Beziehungsweise ich hatte nur ein Video in Deutsch gefunden dazu, wo man es auch gut erklärt bekommen hat und auch verständlich. Ich hoffe, das war jetzt auch für euch verständlich. Es ist ja eigentlich eine ganz simple Sache und ich hoffe auch, ich konnte euch weiterhelfen. Damit bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video, bla 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 und auf Wiedersehen.